Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wir freuen uns für alle Resonanzen, die bei uns eingehen, und wir danken euch herzlich dafür. Und da schreibt jemand: So oft ich kann, bin ich bei Hoffnung um 12 dabei und danke euch so sehr für diese segensreiche Zeit der Ermutigung und die Möglichkeit, euch um Gebetsunterstützung bitten zu können. Liebe Grüße. Herzlichen Dank für diese Resonanz. Hoffnung um 12. Auch heute wollen wir dich wieder ermutigen. Gott sieht deine Zukunft. Und lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Gott sieht deine Zukunft. Gott spricht über deinem Leben, wie du sein wirst und nicht wie du bist. Wie und was sprichst du über deinem Leben aus? All das Versagen von der Vergangenheit, all die Not, all das Schlechte von der Vergangenheit? Oder sagst du, ja, Vergangenheit vorbei? Sprichst du über deine Gegenwart? Ich habe keinen Job, ich habe das nicht, mir geht's heute schlecht und so weiter. Gott sieht jetzt schon deine Zukunft. Was musst du ablegen, dass du so wirst, wie Gott dich in der Zukunft haben möchte? Mach dir da mal wirklich Gedanken darüber. Weil Gott möchte dich nicht so lassen. Er liebt dich so, wie du bist, aber er lässt dich nicht. Er möchte dich verändern. Und mir kommt da das Bild in den Sinn von einem Rohdiamanten. Der sieht nach nichts aus, aber der Juwelier oder derjenige, der die Diamanten schleift, der sieht in diesem Rohdiamanten seinen Wert und sieht schon das fertige Bild. Und so sieht auch Gott schon das fertige Bild von dir. Lass es zu, dass er dich verändert. Danke, Herr, dass du auch heute, Herr, jeden Rohdiamanten siehst, der jetzt vor dem Bildschirm sitzt. Ich danke dir dafür, dass du schon die wunderbarsten Dinge in ihm siehst und die ganze Zukunft in ihm siehst, wo du ihn haben möchtest. Und Herr, danke, Herr, lass ein jeder auch willig sein, bearbeitet zu werden, um das Ziel zu erreichen. Danke, Herr. Amen. Menschen brauchen Heilung und eine Mutter bittet für ihre Tochter. Ich bitte um euer Gebet. Meine Tochter hat einen Herzfehler und muss nun einen Herzschrittmacher bekommen. Sie ist 33 Jahre alt. Bitte betet, dass Jesus sie heilt. Liebe Grüße. Jesus, und wir danken dir für diese Tochter. Und ich danke dir, dass du sie anrührst, dass du dieses Herz wieder in die richtige Ordnung bringst, dass es richtig schlägt und dass es richtig ausgebildet ist. Und ich danke dir, Jesus, dass du da ein neues machst. Schenk ihr ein neues Herz in physikalischem Sinne und aber auch in geistlichem Sinne. Ich danke dir, Jesus, dass du sie berührst und dass sie wirklich in deiner Hand ist und deine Hilfe erfahren darf. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und per WhatsApp kam folgendes Gebetsanliegen. Ich habe extreme Schmerzen von der rechten Hüfte bis hinunter in den Fuß. Ich musste mir die Krücke nehmen, weil ich sonst nicht von der Stelle kam. Stecke seit Februar nur in Schmerzen nach der linken Knie-OP. Bitte nehmt mich in euer Gebet mit hinein. Das tun wir gerne. Jesus, ich danke dir, dass du diese Person kennst, die so furchtbare Schmerzen hat von der Hüfte zum Fuß. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass du einfach deine heilenden Hände jetzt gerade auf diesen Fuß legst, auf diese Hüfte legst. Ich danke dir, Jesus, dass diese Schmerzen aufhören und entmachtet sind durch das, was du am Kreuz getan hast. Und ich danke dir, dass sie frei sein darf und dass alles wieder an die richtige Schöpfungsordnung kommt, so wie du es geschaffen hast. Ich danke dir, Jesus. Amen. Und schick uns weiter dein Gebetsanliegen. Wir beten gerne für dich. Und die Infos sind eingeblendet. Und eine Frau bittet um Gebet. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall. Vielen lieben Dank für eure Gebete. Ja, und ich glaube, das haben noch mehrere und mit dem Rücken Probleme. Und da wollen wir jetzt beten. Danke, Herr. Herr, für diesen Bandscheibenvorfall und auch all die anderen, die sagen, ja, ich auch. Danke, Herr,
Danke, Herr. O Herr, wir gebieten diesem Vorfall wieder in den richtigen Platz zu sich einzugliedern und dass alles wieder an den richtigen Stelle kommt und richtig funktioniert, auch die Nerven in ihren Platz kommen und die Muskeln und alles richtig funktioniert. Herr, in den ganzen Rücken, die Probleme machen aus Skoliose, danke, Herr, dass Normalität in die Rücken kommen, die Bandscheiben kommen. Danke, Herr, von Herzen. Amen. Amen. Und per E-Mail erreichte uns folgendes Gebetsanliegen. Mein Mann erlitt am 19. Juni ein Schädelhirntrauma. Er lag 5 Tage in Narkose und 7 Tage an der Beatmung. Er bekam viele Medikamente. Jetzt ist er in der Reha und ist total verwirrt. Das ist eine große Sorge für mich. Bitte betet für meinen lieben Mann, dass die Verwirrtheit nachlässt und dass er mobilisiert wird und wieder zu Kräften kommt. Durch die Corona-Einschränkungen ist es dazu auch noch kompliziert geworden mit den Besuchen. Ja, danke, Herr, für dieses Anliegen, dass du es kennst. Und Herr, auch da rufen wir Normalität, Schöpfungszustand hinein. Herr, ganzen Kopf und wo das alles, das ganze Schallzentrum ist. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass wir, Herr, Klarheit hineinrufen dürfen, Herr. Herr, göttliche Weisheit auch. Und Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass du auch wunderbar dieser Frau begegnest. Und Herr, lass sie wunderbare Tage der Ehe auch noch erleben. Herr, danke, Herr, dass auch wirklich die Mobilität wieder richtig gut wird. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns folgendes Erlebnis mit Gott. Ich habe im Mai die Diagnose bekommen, am Eierstock ein Tumor. Bei einem weiteren CT-Befund wurde noch ein zweiter Tumor am rechten Eierstock entdeckt. Das CT zeigte auf aggressive, bösartige Tumore. Es sollte eine große OP durchgeführt werden. Es wurde gebetet, auch am Sonntag nach dem Gottesdienst im Missionswerk Karlsruhe. Während der OP wurden durch einen Schnellschnitt die Tumore in der Pathologie untersucht. Das Ergebnis, es waren keine bösartigen Tumore. Die große OP fand nicht statt. Noch im Krankenhaus durfte ich Zeugnis geben und auf Jesus, meinen Retter, hinweisen. Danke an euch alle für die Gebetsunterstützung und danke, Jesus. Das ist wirklich eine Freude. Und eine Großmutter schreibt uns, liebes Gebetsteam, vor Wochen habe ich euch wegen meiner Enkelin um Gebet gebeten. Sie hatte pfeifersches Drüsenfieber und es geht ihr seit 2 Wochen sehr gut. Sie hat zum Erstaunen alles so gut überstanden. Sie ging auch wieder zur Schule und zum Schwimmen. Es ist alles super geworden und keine bleibenden Schäden an Organen. Vielen Dank für die Gebete. Wie schön. Ja, ist das nicht wunderbar? Auch heute möchte ich dich bitten, lass uns doch wissen, was bei dir Wunderbares geschehen ist. Dein Erlebnis mit Gott, lass es uns wissen. Die Nummer für WhatsApp ist eingeblendet, wo du deine Gebetserhörung uns mitteilen kannst. Oder nimm einfach dein Handy und schalte auf Video und nimm eine kurze Videobotschaft auf. Der Tipp des Tages, da möchte ich heute eigentlich wiederholen, was ich gerade vorher gesagt habe. Was musst du ablegen, dass du so wirst, wie Gott dich in der Zukunft haben möchte? Nimm dir ein bisschen Zeit und Gott wird es dir zeigen und leg's auch wirklich ab und sag nicht, ja, ich muss alles im Griff behalten, so sind wir unterwegs, wir wollen alles im Griff behalten, aber leg so manches ab, dass Gott deine Hände füllen kann. Du kannst uns weiter deine Gebetsanliegen schicken, die Infos sind eingeblendet und auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, und am Sonntag sind wir wieder ab 10 Uhr im Livestream und in YouTube. Und wenn du montags von uns etwas haben möchtest, dann kreuze einfach auf der Webseite das Newsletter an, Ermutigung der Woche. Und du bekommst am Montag früh eine Ermutigung in dein E-Mail-Postfach.
Ja, und das ist wunderbar. Wir wollen dich ermutigen, dass du wirklich gestärkt in eine neue Woche gehen kannst. Und die Zeit ist schon wieder um. Wir verabschieden uns und wünschen dir ein schönes, gesegnetes Wochenende. Der Herr sei mit dir. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.